the world's first hydrogen-powered train. Alstom Caradia Island is on its distance record run with a single H2 tank filling. Alstom, mobility by nature. And here is your host, Alyssa Stein. So we are now traveling through Bavaria, which is a region with a very strong focus on railway. Each day, 1 million passengers are traveling to reach their final destination by train. Bavaria has a lot of potential when it comes to making the switch to alternative propulsion for trains. And it's therefore our pleasure to also have the Bavarian Minister of Transport today with us, Christian Bernreiter. And we have decided to conduct this interview in German, as it is a very German-specific topic. Therefore, I'm now switching to German, but we will also upload it afterwards with subtitles. So if you're interested, you can also watch it. But now let's switch to German. Herr Bernreiter, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit uns dabei sind und uns ein bisschen auf unserer Route heute begleiten. Herzlich willkommen. Oh, vielen Dank für die Einladung. Es ist für mich heute Premiere und ich freue mich auf die Fahrt. Ja, das ist sehr spannend. Ist das für Sie das erste Mal, dass Sie mit einem wasserstoffbetriebenen Zug unterwegs sind? Ja, ist tatsächlich das erste Mal. Ich nehme ja an einem Weltrekord teil. Wir haben gerade gelesen, die zurückgelegte Distanz. Vielleicht ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Ja. Der Wasserstoffzug fährt eine solche lange Strecke. Wie ist denn so Ihr erster Eindruck hier von dem Zug? Ja, also innen merkt man ja gar keinen Unterschied zu herkömmlichen Zügen. Das ist ja auch das Spannende daran. Profitieren die, werden ja die Menschen entlang der Strecke, die Umwelt profitiert. Und das ist eine ganz neue Herausforderung, die wir hier damit auch bewältigen können. Lassen Sie uns mal über die Anwendungsmöglichkeiten für Wasserstoff sprechen, gerade natürlich auch in Bayern, im Bereich der gesamten Mobilität. In Norddeutschland gibt es da ja auch viele Überlegungen und großes Interesse, dass man zum Beispiel auch Wasserstoff für Müllautos etc. benutzt. Wie sehen Sie das? Ja, es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Wir dürfen natürlich jetzt nicht übertreiben. Wir müssen den Wasserstoff dort einsetzen, wo es unbedingt notwendig ist. Wir erleben ja leider gerade in dieser Energiekrise, dass wir in vielen Bereichen auf Wasserstoff dringend angewiesen sind. Der Wirkungsgrad der Umwandlung in Elektrolyse ist natürlich eine Herausforderung. Und darum müssen wir dort, wo es machbar ist, direkt elektrischen Strom als Energieträger einsetzen. Aber es gibt da weite Strecken, die jetzt eben nicht elektrifiziert sind. Und dort werden wir auch in Bayern Wasserstoffzüge einsetzen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer eingehen, dass Sie uns da mal erzählen, was da geplant ist. Also wir werden nächstes Jahr eine Teststrecke vom Standort Augsburg aus betreiben, Richtung Kempten, in andere Richtungen. Und wir sind derzeit bei der Ausschreibung. Da wissen wir nicht, wer die Ausschreibung gewinnen wird und welche Züge dann da eingesetzt werden. Wir wollen zum Beispiel die Strecke Mühldorf Richtung Altötting, Burghausen, dort entsprechend auch mit Wasserstoffzug fahren. Ja, spannend. Und welchen Kurs sehen Sie vor, um die Infrastruktur jetzt gesamt auch voll für die Wasserstofftechnologie im Verkehrssektor voranzubringen? Ja, wir haben, Freistaat Bayern hat im Jahr 2020 die Bayerische Wasserstoffstrategie entsprechend beschlossen. Mhm. Und wir wollen eben die Infrastruktur aufgebaut wissen. Wir haben auch hier eine Roadmap ausgerollt. Wir haben hier aber auch Meilensteine gesetzt, also Jahr 2025 und 2030. Wie schaut das aus? Wie sind wir hier aufgestellt? Wir haben eine ganz neue Herausforderung. Wir brauchen natürlich auch den Süden. Deutschlands muss mit Energie versorgt werden. Und da gibt es jetzt viele Diskussionen. Und wir werden das mit Argusaugen beobachten, wie hier die Bundesregierung reagiert und wie wir das aufstellen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Wasserstoffpipeline, sage ich mal, vom Süden, von Triest oder von Genua nach Bayern geht, wie es früher gibt, so wie es früher praktisch eine Erdölleitung gegeben hat. Und das ist für uns, glaube ich, überlebensnotwendig. Wir werden auch auf eigene Elektrolyse setzen müssen. Heute war auch ein Spatenstich für Wasserstoffzentren in Bayern, zum Beispiel in Pfäffenhausen. Der Ministerpräsident war auch gestern in Oberfranken unterwegs. Ja. Die zwei Standorte, das ist gerade aktuell. Und ja, wir werden da natürlich achten, dass das mit Nachdruck vorangeht. Es ist sehr spannend, also weil wir heute auch schon verschiedene Eindrücke bekommen haben. Von daher vielen lieben Dank, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, um uns auch hier ein Stückchen zu begleiten. Herzlichen Dank. Gerne. And we will be back shortly. And if you would like to also see the video with English subtitles, then you can see it afterwards. We will upload it. But now we will have a little break and see you later soon.